Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. In der letzten Folge sind wir ja beim Dreschen und beim Streuen sammeln und beim Schweinefutter stehen geblieben. Und heute machen wir beim Abfahren und beim Kompost machen weiter. Und ja, ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. Dann machen wir jetzt einmal weiter. Das lassen wir da stehen. Der ist noch beim Auftanken. Den Komposter, den Diesel. Der tut noch aufsammeln, der tut noch dreschen. Na, warten wir da mal kurz. Wie viel PS hat der? 160. Ja, dann kann man mit denen einmal das Mähwerk holen. Was wir in der letzten Folge gekauft haben. Dann können wir gleich den Wiesen machen lassen. Passt das. So, dann gehen wir einmal die Wiesen machen. Die 34 und die 34. So, dann tun wir das speichern. F24. Min. Holen wir den einmal schon. Dann nehmen wir mal den Kompost in Betrieb. Dann schauen wir mal, wie viel wir da Geld rauskriegen. Wie viel Geld kriegen wir denn pro 1000 Liter für Kompost? Ich finde gerade das Logo nicht, aber werden wir dann schon schauen. Na, ich finde die Hupen einfach geil. So, dann fahren wir einmal den Komposter auffüllen.
Achtung. So. Dann schauen wir nur, was wir zu machen haben. Außer dann das Gras oder halt Heu aufsammeln. Na, der ist schon fleißig am Mähen. Da ist schon wieder zu einem Entlernen. Da, Drescher A. Aber jetzt gehen wir einmal den Dings aufsammeln. Und danken. Den Komposter. Oder wo ist denn der zum Aufsammeln? Ah, da ist er. Ah, der ist auch wieder da in der Nähe. Na, tun wir den schnell einmal. Der ist auch gerade in der Nähe, dann machen wir das zuerst, dann kann der schon weiter ernten. Und dann passt das, dann geht's dahin. Nehmen wir den jetzt da und fahren mal zum Komposter wieder. Dann machen wir den einmal voll. So. Ja, wahrscheinlich, da geht sich das aus. Jo, es geht sich schön aus. Oh. Der passt. Ah, der ist glaube ich voll. 85%. Gehen wir den auslernen. Und dann geht's dahin. Was kosten so eine Mehlproduktion? Diesel, Brauerei. Geld haben wir nicht mehr. $450 kostet die. Ja, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Für 450.000. Jetzt gehen wir den noch schnell umstellen, dann gehen wir den auch noch weiter auslegen. So, 12 Kilometer hat der schon oben. Da sind wir stehen geblieben. Dann, weil der ausleert, werden wir zum Komposter schauen. Dann wird wahrscheinlich der zum Obmin A wieder fertig sein. So, der produziert schon, habe ich gehört. Oh, der hat schon 7000.
Jo, dann passt das. Ah, gehen wir jetzt erst. Den stellen wir schnell noch zum Feld, dann gehen wir wieder das Dieselfass auffüllen. Weil jetzt werden wahrscheinlich der Diesel und das wird nur so durchrinnen. Und dann müssen wir uns ums Gras einmal kümmern, dabei können wir das anreiben machen. So, das stellen wir wieder auf die andere Seite, weil da bleibt am meisten stehen. Und dann mal wieder das andere zu machen, also Diesel auffüllen, um Kompost kümmern, verkaufen und so weiter. Bleiben wir da stehen. Dann fahren wir mit dem zum Links. So, Aral auf, Diesel holen. Kommt da Auto? Na, passt. Geht's weiter. So, der ist noch fleißig beim Abmähen. Da müssen wir uns auch dann noch ums Gras kümmern. So, jetzt fahren wir erst einmal zur Aral an Diesel holen, 15.000 oder 18.000 Liter. So, dann da hinten nochmal. Passt das. So, gleich da bei der Aral-Tankstelle und dann da. Becher ist auch schon jetzt 86% voll. So geht's eigentlich dahin. So. Stellen wir es einmal ab. Ist auch gleich wieder voll. Schauen wir einmal schnell zum Dings. Ah, das ist so ein Logo. $590 bei der Gärtnerei. Da haben wir jetzt 17.000 Liter schon. Der Drescher ist auch gleich voll. Und dann ist der wieder zum Ausleeren. So, aber ich glaube, wir mieten uns jetzt einmal an Rübenernter. Mieten, zack, zack. So, brauchen wir noch ein Schneidwerk dazu. Da ist der Panther. So. So. Dann fahren wir
einmal aufs Feld mit dem und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. So, jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt und ich sage schon einmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao!